Wir werden gerade runtergedrückt, aber es funktioniert nicht. Die jetzigen Zeiten sind nicht dazu da, Entscheidungen zu treffen. Die jetzigen Zeiten sind dazu da, um sich mit anderen Gleichgesinnten emotional zu verbinden. Also ich will über die aktuellen Energien sprechen und alles, was uns miteinander verbindet und auch generell Zusammenhänge, dass du halt verstehst, was wirklich um dich herum passiert und auch mit dir, mit deinem Körper. Mich würde mal interessieren, was für Symptome ihr alle aktuell habt. Also ich habe jetzt schon gelesen, Sascha schreibt, er ist gestresst in seinem Kopf. Also wie fühlt ihr euch körperlich und im Kopf? Müde, Kopfweh, Overthinking, alles kocht. Mhm. Ja, genau. Stress, etwas müder, aber körperlich flexibler. Mhm. Müde von allem, leicht reizbar. Okay, ja. Ähnlich auch das, was ich spüre, und zwar ganz viele Menschen kränkeln zurzeit. Entweder haben sie Halsschmerzen, Nase oder Kopf. Aber dem Körper geht's gut. Weitgehend gut. Ja. Alles spitzt sich hierzu. Und generell ist das so, dass der Kopf ist ja unser Verstand und der Körper bringt halt so alles ins Leben und in die Bewegung. Und wenn Kopf und Körper im Einklang sind, dann sind wir so richtig im Flow. Ist aber irgendwie nicht möglich. Wir sind alle so ein bisschen gereizt, zurückgezogen. Zurückziehphase für einen Neustart. Genau, ja, sehr gut, was ihr alles schreibt. Genau, Hals kratzt, aber ich bin nicht erkältet. Richtig, richtig. Und genau das ist es. Also ich habe seit gestern, muss ich niesen, die ganze Zeit. Ich war aber joggen und ich bin fit. Nein, 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 wir reden jetzt nicht über Vitamine. Ich nehme meine Vitamine regelmäßig. Ich bin seit 2 Jahren nicht erkältet gewesen. Und ich bin auch nicht erkältet. Und hier geht es weit mehr hinaus als das, was wir bislang in dreidimensionaler Ebene erlebt haben. Also jetzt werden wir so richtig krass auch in 4D und 5D geschoben. Und ich bin halt sehr, 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 sehr gespannt, was mit Menschen passiert, die halt generell nicht so spirituell drauf sind und das halt jetzt vielleicht doch merken. Also für alle, die aktuell gestresst sind, die Welt ist gestresst. Die Welt ist gerade so extrem gestresst. Halsweh. Halsweh ist generell, wenn wir Blockaden haben im Halschakra. Unsere Chakren, kurz zusammengefasst, sind Energiezentren in unserem Körper. Wenn es gut fließt, sind wir besser im Flow und connected von unserem Kopf zum Körper und eben alles fließt. Wir sind produktiv, gut gelaunt, können uns gut connecten mit unserem Umfeld und energetisch harmonisiert, sagen wir das mal so. Und Halschakra, wenn wir Halsschmerzen haben, passiert sehr oft, dass wir blockiert sind in unserer Wahrheit, dass wir unsere Wahrheit nicht aussprechen können. Wir können nicht das aussprechen, was uns ankotzt. Es schnürt sich so ein bisschen zu, deswegen Halsschmerzen. Warum? Warum bekommen wir aktuell Halsschmerzen? Damit wir unsere Wahrheit nicht aussprechen. Also für dich selbst sollst du erstmal in dich kehren und die Dinge mit dir selbst vereinbaren, bevor du sie nach außen hin aussprichst. Deswegen Halsschmerzen, dass wir ein bisschen mal runterfahren. Also auch, wie hier einige geschrieben haben, zur Ruhe kommen. Richtig. Nase. Meine Nase ist voll, ja? Meine Nase ist voll. Deswegen bin ich die ganze Zeit nur am Niesen. Hier, ich laufe durch die Wohnung und ich denke mir so, hä, habe ich jetzt eine Pollenallergie oder was? Jetzt gerade so. Nein, habe ich nicht. Hatte ich noch nie. Kann ja sein, dass es jetzt anfängt, weiß ich ja nicht. Es ist nicht das. Es ist einfach emotional ist meine Nase voll. Dieser Spruch kam mir heute früh, weil ich nicht herausgefunden habe, was ist das jetzt mit meiner Nase? Und auch generell, warum haben die Leute Halsprobleme? Warum raucht unser Kopf? Ja, warum ist hier so Overthinking, so übertrieben? Und warum finden wir keine schnelle Mitte, um wieder runterzukommen und halt runterzufahren? Mich selbst stresst aktuell nichts.
Ich könnte nicht glücklicher sein in meinem Umfeld. Ja? Das heißt, hier geht es gar nicht darum, was in deinem aktuellen näheren Kreis ist. Wenn wir die Schnauze voll haben, dann können wir gewisse Energien nicht mehr riechen. Wir wollen so einen Cut setzen. Wir wollen endlich so eine klare Grenze ziehen und unseren eigenen Weg nach vorne hin treiben. Und wie fühlt sich das aber aktuell gerade an mit unserem ganzen Kopf? Und wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen, ja? Wir haben ganz genau so eine Zielgerade, so einen Weg, wo wir hinwollen. Aber es fühlt sich so an, als wären wir wie ein Karussell. Wir sitzen auf unserem Pferdchen, wir galoppieren in diesem Karussell, aber es dreht sich nur im Kreis. Also dieses Gefühl habe ich die letzte Zeit, dass wir zwar nach vorne gehen, aber uns im Kreis drehen. Und das ist die Energie, die ich wahrgenommen habe, so in meinem gesamten Umfeld, dass Menschen ganz klare Ziele haben, wohin sie halt hingehen möchten, aber es gerade, und ich rede hier von den jetzigen 2 Wochen, die jetzt passé sind, ich weiß leider nicht, wie lange diese Phase andauert, aber jetzt die letzten 2 Wochen ist so dieses, man macht ganz viel, aber irgendwie sieht man keine Ergebnisse. Ja, es ist nämlich gerade so ein Karussellmodus. Wir kommen nicht vorwärts, ja. Wie ist es aktuell in Florida, was, ne? Mit dem Hurricane. Ich habe mir die ganzen Videos so auf TikTok reingezogen. Die Menschen fahren auf die Straßen, weil sie aus ihrer eigenen Stadt abhauen müssen. Hochwasser steigt und ja, noch mehr Probleme. Sie können sich nicht verbarrikadieren und fahren dann. Aber die Straßen sind voll. Unsere Nase ist voll. Wir merken uns das wieder. Sie können nicht raus. Und sie versuchen, ihren Mund aufzumachen über TikTok. Aber mehr als das geht halt auch nicht in dem Moment. Das heißt, sie müssen sich zurückziehen. Was ich halt hier auch gesehen habe, mein Algorithmus hat mich immer wieder auf Videos hingebracht, wo die Leute jetzt doch nicht rausfahren, sondern sagen, ich bleibe jetzt. Ich bleibe in meinem Haus. Ich verbarrikadiere mich jetzt komplett und mich haut hier kein Hurricane um. Ich bin geschützt. Das machen halt auch viele jetzt. Sie schützen sich und ihre Autos, die tun so Riesenfolien drumherum bauen, für den Fall, dass halt das Wasser dann in der Garage ansteigt. Jakobsen schreibt gerade, das ist wie Schleifen, bis die Traumata durch sind. So. Oder wie so ein Diamant, es wird gerade geschliffen. Ne? Oder aber halt so eine Problemschleife. Die Lara hat genau das gleiche Thema, Halsschmerzen ohne Erkältung. Ja, das ist so dieses, unsere Wahrheit aussprechen, wir können aber nicht. Wir können sie nicht greifen. Wir können unsere Wahrheit gerade nicht greifen. Es ist nicht möglich. Und ich werde jetzt auch drauf eingehen, was halt jetzt aktuell eher kontraproduktiv wäre. Wir haben dieses Gedankenkarussell, ja, die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir unsere eigene Wahrheit nicht greifen können, nichts ist gerade real, oh ja, Peter, ich fühle dich. Wenn wir diese Wahrheit nicht greifen können, wie sollen wir aktuell denn eine Entscheidung treffen? Habt ihr in den letzten 2 Wochen mit dem Gedanken gespielt, Entscheidungen zu treffen, die euer Lebensweg in Veränderung bringen könnte? So, Ella, genauso. Steph, Angst davor. Luisa, Gedanken, ja. Mhm. So, das heißt, wir alle, weil wir jetzt auch gerade hier sind, in diesem Raum, wir fühlen uns ja gerade alle gemeinsam gesehen und gehört. Peter genauso, er will gerade nichts entscheiden. Ja, Luisa hat gar keinen Bock mehr auf bestimmte Dinge. So, wir alle haben uns jetzt hier in diesem virtuellen Raum getroffen. Warum? Weil wir spirituell gesehen in einer gleichen Frequenz schwingen. Wir sind offen genug dafür, das zu fühlen, zu erleben und miteinander zu teilen. Und andere tun das auch,
aber sie sind sich dessen vielleicht nicht ganz so bewusst, was halt gerade passiert. Sie sind erkältet und glauben, okay, ich habe jetzt Corona, ich habe jetzt die Grippe oder sonst was, aber irgendwie komisch, ich gehe trotzdem arbeiten, ne? Und sie sind sich diesem Umfang nicht ganz bewusst. Und deswegen mache ich halt dieses Energie-Update, dass wir halt so ein bisschen verstehen, was halt jetzt wichtig ist, zu vermeiden. So, wir haben dieses ganze Chaos um uns herum. Wir sehen das mit den Hurricanes, wir sehen das in unseren eigenen Symptomen im Körper und um den Menschen um uns herum. Und wir werden gerade erdrückt und unterdrückt. Wir werden extrem runtergedrückt. Aber wir merken, dass... Oh, ich habe gerade Gänsehaut. Ah, geil! Ich liebe Gänsehaut. Das ist immer eine Bestätigung für mich, dass ich gerade was sage, was meiner eigenen Wahrheit entspricht. Wir werden gerade runtergedrückt, aber es funktioniert nicht. Ja, wir befinden uns gerade in einer Art spirituellen Krieges. Das hört sich so verrückt an. Und es ist mir egal, ob du mich dafür verurteilst oder nicht. Es ist mir sowas von egal. Swipe einfach weg. Aber wir sind gerade in einem spirituellen Krieg. Und jetzt ist es, jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass wir gewonnen haben. Zum ersten Mal das Gefühl, dass wir gewonnen haben. Weil wir werden runtergedrückt, aber wir werden nicht krank. Wir haben Halsschmerzen, aber es ist fake. Wir niesen, aber wir sind nicht erkältet. Weißt du, uns wird gerade vorgespielt, von da draußen oder was auch immer es ist, uns wird gerade vorgespielt, wir wären nicht so mächtig und wir müssten uns diesen Symptomen hingeben. Ja, trotz des Chaoses fühlt es sich befreiend an. Richtig, ja. Ach, geil. Ich finde es gerade so schön, dass ihr genau das erlebt, was ich auch erlebe. Und deswegen, für mich war das so wichtig, das jetzt zu teilen. Aber wir machen jetzt weiter. So. Das heißt, obwohl es ein Chaos ist, wissen wir, dass danach, nach jeder Krise, kommt wieder die Befreiung. Ne? So. Und wenn wir jetzt schon im Auge des Hurricanes sind, energetisch gesprochen, da ist ja so, da ist ja eigentlich nichts in der Mitte. Da ist ja nur Energie. Aktuell ganz viele Menschen, genau, Steph sagt auch, in Hurricane ist es ruhig. Und drumherum Chaos. Und mit unseren Symptomen, die wir gerade wahrnehmen in unserem Kopf und Körper, außenrum, so unsere Hülle, ja, unsere Hülle ist Chaos. Aber wir fühlen innen drin Ruhe in unserem Körper. Unser Kopf ist Chaos. Wir dürfen jetzt nicht auf unseren Kopf hören. Dürfen wir nicht. Innen drin sind wir Ruhe. Ich habe mir dann so die Frage gestellt, okay, was für eine Analogie könnte ich verwenden? Also aktuell fühle ich mich wie auf der Titanic, wer den Film kennt. So kurz bevor alle Boote freigelassen werden und diese Rettungsboote, ja, aufgeschnitten, dass man halt dann rausgehen kann und sich halt rette, wer kann. Und alle rennen zu diesen Rettungsbooten. Und da ist aber so eine Musikergruppe, ja, die Geigenspieler, das ganze Streichquartett spielt da ruhige, entspannte Musik. Und so fühle ich mich gerade. Dass alles um mich herum gerade so einbricht, aber es ist trotzdem okay, wenn ich kurz der Musik lausche. Es ist alles okay in dem Moment. Super, super, super wichtig aktuell, dass wir uns nicht von diesem Chaos, dieses künstliche Chaos, ablenken lassen. Sondern dass wir wirklich immer wieder zurückkommen, immer wieder zurückkehren und uns beruhigen und besänftigen. Ich selbst habe dann versucht, quasi in der Wohnung Übungen zu machen, um mich immer wieder zu grounden, also mich zu erden und halt wirklich mich runterzufahren. Und es hat nicht funktioniert. Ich musste rausgehen. Also wenn dir alles so in den Kopf hochsteigt, geh raus. Verlass die Wohnung, mach einen Kurztrip, ja.
geh raus. Ella schreibt gerade was richtig Schönes. Man sieht genau, wer diesen Prozess wahrnimmt und wer nicht im Außen. Und das wird ihr immer klarer. Ja. Ich hab halt auch so, ich weiß noch nicht genau, wie diese alte Welt und die neue Welt, wie sie auseinandergeht, ob man die trotzdem noch, ja, ob man noch Berührungspunkte haben wird oder ob es sich jetzt gerade entscheidet, wer welchen Weg einschlägt. Die jetzigen Zeiten sind nicht dazu da, Entscheidungen zu treffen. Die jetzigen Zeiten sind dazu da, um sich mit anderen Gleichgesinnten emotional zu verbinden und zusammenzuhalten. Und jetzt, seit gestern und heute, Menschen kommen in mein Leben immer mehr, ja, und ich erkenne sie energetisch. Ich erkenne sie energetisch und lasse sie auch in mein Leben hinein, weil nur zusammen sind wir stark. Wer meine Podcast-Folge heute angehört hat, der weiß, dass ich auch offline diese Erfahrungen zurzeit mache, wie wichtig es ist, auf andere Menschen zuzugehen, bei denen du dich dafür berufen oder gerufen fühlst, zu diesen Menschen hinzugehen, ohne dabei irgendwie überheblich oder übergriffig zu wirken. Es entsteht aktuell so eine Anziehungskraft gegenüber anderen Menschen. Nutz diese Möglichkeit, um dich genau mit diesen Menschen zu verbinden. Wichtig, standhaft bleiben. Immer wieder zur Ruhe kommen. Wenn es geht, rausgehen. Raus, um eben mehr in die Emotionen reinzugehen, mehr in das Körpergefühl reinzugehen und nicht im Kopf zu bleiben, weil zu Hause ist eher kopflastig. Wir kennen unsere Umgebung hier, wir wissen, wie jede Ecke in diesem Raum ausschaut, deswegen lieber rausgehen, aber keine lebenswichtigen Entscheidungen treffen aktuell. Viel ausruhen ist sehr wichtig. White macht viel Kreativität, sehr gut. Da kommst du auch nochmal raus aus deiner Kopfenergie. Klar, du lässt alles fließen dann, viel besser fließen. Gym und Sport ist gut, richtig. Auspowern, also ich tue zurzeit auch viel Joggen gehen. Auch wenn meine Nase voll ist, ich klebe mir da so diese Nasenstripes drauf, dass ich noch besser atmen kann. Es ist so komisch, ja. Ich bin fit, aber muss trotzdem niesen und alles. Zwei Beispiele bei mir, was es mit den Entscheidungen auf sich hat. Ich habe vor 2 Wochen eine Dating-App runtergeladen. Und es würde extrem viel in meinem Privatleben natürlich verändern. Es wäre eine lebenswichtige Entscheidung für mich, weil es mein Business beeinflusst und so weiter. Und dann habe ich mir 1-2 Wochen lang halt mit der App so geswiped und geschaut, okay, kann ich mich mit diesen Menschen verbinden oder nicht? Es war nur eine Handvoll, die ich auch interessant genug fand, um sie anzuschreiben, weil viele Menschen sehr oberflächlich sind. Also wir merken gerade so noch stärker als sonst, wer ist wirklich tiefgründig, wer geht rein in etwas und wer bleibt aber an der Oberfläche? Wer sieht den Hurricane als Gefahr und flüchtet? Und wer bleibt aber standhaft im Auge des Hurricanes? Dann war ich am Überlegen aktuell, auf welche Social-Media-Plattform ich mich mehr einbringen möchte. Und mir wurde einfach klar, diese lebenswichtigen Entscheidungen, egal ob Beziehung oder Business, die können wir aktuell nicht treffen. Können wir nicht. Wir können sie nur treffen, und jetzt kommt's, wir können sie nur treffen, wenn wir diese Entscheidungen im Voraus schon getan haben. Ich habe am Anfang des Jahres Entscheidungen getroffen für meine nächsten 5 Jahre. Und die musste ich mir nochmal anschauen. In welche Richtung ich gehe, was ich konkret vorhabe und bin darauf jetzt wieder zurückgekommen. Weil ich jetzt aktuell diese Gedanken in meinem Kopf nicht aussortieren kann. Und jetzt mal frage ich hier an alle, die da sind. Was waren eure Neujahrsvorsätze erreicht in diesem Jahr? Habt ihr sie geschafft? Oder stehen die noch offen? Okay, Ghostface hatte keine. Leana hat sie übertroffen. Sehr schön. Luisa erreicht. Nice. Alles erreicht. Keine Vorsätze gehabt, aber das Jahr wurde so wie erhofft. Sehr gut. Okay. Also mit den Jahresvorsätzen, klasse, das ist gut. Also ich habe auch alle meine schon erreicht
Und jetzt nochmal eine Frage an die Runde. Habt ihr das Gefühl, jetzt auf Druck etwas lösen zu wollen? Ja oder nein? Nein? Okay. Nein? Nee, lass kommen und gehen. Mhm. Eher unsicher. Okay. So, alle sind in der Ruhe. Sehr gut. Sehr gut. Ich selbst, ich persönlich war sehr in diesen, ne? Ich hatte das und ich wusste die ganze Zeit, ich bin das nicht. Das ist nicht das, was ich gerade habe. Ich weiß dann immer, also in so einem Moment, an alle, die das auch erleben, in so einem Moment, du kannst kurz innehalten, ja, vielleicht die Augen schließen und dir selbst die Frage stellen, bin das jetzt ich? Ist das meine Energie? Oder kommt das von außen? Wenn du dich so von außen gedrückt fühlst, ja, so wie als ob ein Diamant gerade so geschliffen werden möchte, aber es geht gerade gar nicht, weil eigentlich willst du nicht, dann ist halt die Frage, okay, bin das ich? Oder kommt das von außen? Und die Frage habe ich mir heute mehrmals gestellt, um halt eine klare Aussage zu haben. Und für mich war klar, scheiße, das bin gar nicht ich gerade, die so auf Biegen und Brechen so Druck ausüben möchte. Ich selbst nehme das leider sehr oft wahr. Also ich nehme von außen sehr stark Energien wahr. Es gibt auch Klienten von mir, die sind auch sehr feinfühlig, sehr hochsensibel, das ist der Begriff. Viele hochsensible Menschen nehmen ihr Umfeld so extrem wahr. Und da ist es extrem wichtig zu schauen, halt, ist das meine Energie oder eben nicht? So. Und wir dürfen uns da halt nicht so unter Druck setzen lassen und immer wieder in diese Ruhe kommen. Also dieses Karma-Jahr war wirklich sehr extrem. Ich habe das Gefühl, alles, was jetzt gerade kommt, ist, oder die Entscheidungen, die wir jetzt zu treffen haben, sind sehr wie so eine Ablenkung. Und deswegen, in der Ruhe liegt die Kraft. Das Sprichwort spricht für sich. So, wir haben ein Fazit gefunden, ja. Wir bleiben in der Ruhe, wir lassen uns nicht ablenken. Und das ist auch das, was die Menschen um uns herum brauchen. Und wir dürfen diese Menschen nicht dafür verurteilen, dass sie gerade in diesem Hurricane draußen sind, statt dass sie in der Mitte sind. Sie sind im Hurricane. Und wir sind in der Mitte und chillen unsere Base. Und deswegen auf jeden Fall immer wieder dich selbst zurückholen, erden und andere nicht dafür verurteilen, dass sie gerade extrem am Rad drehen. Ganz, ganz, ganz wichtig. So viel von dem, was ich jetzt hier zu erzählen hatte. Ich habe meine Liste soweit durch. Danke, dass du dabei warst und hier mein Energie-Update intuitiv, was hier gerade entstanden ist, mitbekommen hast. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Kommentar da und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video.